Ja, wie dir im Heizhaus. Und? Was machen wir heute? Boah, ganz schön kalt bei dir. Kein Wunder bei 6 Grad. Also erst einmal gescheit einschieren, damit es da warm hierin wird. Und? Weißt du jetzt schon, was wir heute machen? Ah, ich glaube, mir geht da gerade ein Licht auf. Und damit habe ich deri und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute bringe ich da herin ein bisschen Licht ins Dunkel. Viele von euch, die das Projekt Heizhaus jetzt schon länger verfolgen, wissen ja, dass ich darin so eine Art Notbeleuchtung habe. Naja, Notbeleuchtung kann man es jetzt nicht gerade nennen. Ich habe da 4 Neonröhren, also doppelflutige Feuchtraumleuchten, konventionelle Neonröhren montiert. Es ist hell herin, aber man sieht es jetzt, wenn ich gegen das Licht stehe oder mit dem Licht stehe, dann erkennt man mich nicht ganz so gut. Wenn ich mich jetzt umdrehe, dann wird die ganze Sache besser. Zum Abend dauert das Ganze vielleicht sogar länger. Hier und da hat man ein paar Schattenbereiche, aber man erkennt eigentlich alles recht gut. Also einen Meterstab kann man zumindest ablesen. Aber gerade so wie bei mir, wenn man da herin auch Videos machen will, dann braucht man anständige Beleuchtung und das werde ich heute angreifen. Bei dem Projekt werde ich ja zum ersten Mal in meiner YouTube-Karriere von einer Firma unterstützt. Und drum steht da oben nämlich jetzt auch unterstützt von der Firma Luxlight. Ich habe nämlich bei der Firma Luxlight angefragt, ob sie nicht Lust hätten, mich bei dem Projekt zu unterstützen. Und sie haben gar nicht lang gefackelt. Sie haben gesagt, Peter, das machen wir. Bei einem kurzen, aber wirklich sehr netten Telefonat habe ich nicht die Grundmaße von meinem Raum durchgegeben, zusammen mit der Deckenhöhe. Und kurz darauf habe ich auch schon eine E-Mail gekriegt mit einer Lichtberechnung. Auf dieser Lichtberechnung sieht man jetzt, welche LED-Panels wie in dem Raum angeordnet werden müssen. Es sind insgesamt 9 Stück und anhand von den Farbfeldern sieht man da oben, in was für einem Bereich, wie viel Lux in dem Raum dann später vorhanden sind. Also weiß ich jetzt im Vorfeld schon mal, mit was für einer Helligkeit ich da herin in dem Raum rechnen kann, nachdem die LED-Panels an der Decke montiert sind. Es hat dann auch gar nicht lang gedauert und dann sind vor der Haustür die 3 Pakete gelegen. Keine Angst, es gibt jetzt kein Unboxing-Video, aber das, was da drin ist, das zeige ich euch jetzt. Denn in den 2 großen Schachteln sind 9 kleine Schachteln und in jeder von den 9 Schachteln ist ein LED-Panel drin. Die sind 1,20 Meter lang, 30 breit und haben 4000 Lumen pro LED-Panel. Das heißt also, diese 9 Panels, wenn an der Decke montiert sind, dann sind da herin in dem Raum 36.000 Lumen. Ich hoffe, dass ich da überhaupt so viel Platz dafür habe. Zu jedem LED-Panel gibt es dann einen separaten LED-Treiber dazu. Der hat eine Ausgangsspannung von 33 bis 40 Volt und eine Leistung von 40 Watt. Jetzt kann man das LED-Panel, so wie es ist, aber schlecht an der Decke montieren. Das hat übrigens auch eine Stärke von lediglich knappen Zentimeter. Aber zum Montieren an der Decke gehört zu jedem LED-Panel die kleine Schachtel dazu. Und in der Schachtel befindet sich der sogenannte Aufbaurahmen. Der Aufbaurahmen, der besteht aus 2 kurze Teile und 2 lange Teile. Die werden einfach zusammengesteckt und dann hat man da so einen Rahmen. Der Rahmen wird an der Decke montiert. Dann nimmt man die kurze Seite nochmal ab und dann kann man das LED-Panel in den Aufbaurahmen reinschieben, macht den Deckel wieder drauf. Der Treiber, der LED-Treiber verschwindet dann unterhalb von dem LED-Panel. Man sieht von außen gar nichts, außer diesen Aufbaurahmen und das leuchtende Element. Darüber brauche ich euch aber jetzt gar nicht mehr so viel verzeihen, denn es wird jetzt gleich sehen, wenn ich die Rahmen an der Decke montiere. Man sieht jetzt da oben schon, ich habe mir da schon mal eine Schnur gespannt, damit ich weiß, wo ich die Rahmen hinmachen muss. Woher ich weiß, wo ich die Schnur spannen habe müssen? Ich habe mir das mal einen Plan gemacht. Und zwar einen maßstabsgetreuen Plan von meiner Decken und man sieht da sogar mit Bemaßung. Jetzt wenn man natürlich schlau gewesen war und weit genug im Voraus gedacht hätte, dann hätte man da jetzt unter der Decken schon mal die Kabel verlegt. Da habe ich auch schon mal einen Kommentar gekriegt, ob ich nicht die Zwischenräume bei der Konterleitung für die Installationsebene der Elektrik für die Beleuchtung hernehme. Ja, es war sehr intelligent gewesen. Aber erstens mal denke ich immer nicht so weit im Voraus und zweitens mal habe ich ja gesagt, ich möchte da herin alles auf Putz oder auf Decke machen, damit ich später, wenn ich mal was ändern möchte, da besser hinkomme. Und wenn ich die Kabel natürlich jetzt unter der USB-Platte verlegt hätte, dann war ich natürlich da eingeschränkt mit der Entscheidung, wo ich die Lampen hinmache. Jetzt ist es aber vom Hersteller eigentlich so vorgesehen, dass das Kabel zum Anschluss an dem LED-Panel irgendwo in dem Bereich innerhalb des Rahmens aus der Decke rauskommt.
Es gibt da bei dem Rahmen von außen keinerlei Möglichkeit, irgendwo das KAW da einzuführen. Ich war aber nicht der Vespa-Bäder, wenn ich dafür nicht auch schon eine Lösung parat hätte. Ich habe mir jetzt schon mal so PVC-Stangenrohre besorgt, oder manche sagen da Tipprohre dazu. Die werde ich hernehmen, um die KAW da zwischen den LED-Panels auf der Decke zu installieren. Und für die KAW-Durchführung werde ich einfach da in den Rahmen mittig ein Loch bohren. Darum werde ich mir jetzt bei den ganzen kurzen Rahmenteilen die Löcher anzeichnen. Und wenn ich das gemacht habe, geht es mit den Rahmenteilen in die Bohrerei und dann bohre ich die Löcher. Viel Löcher. Die Löcher in die stirnseitigen Rahmenteile habe ich jetzt alle bohrt, die schauen jetzt so aus. Ich habe insgesamt 18 Stück von denen, bei 3 habe ich aber keine Löcher bohrt. Die schauen immer nur so aus wie original. Das sind nämlich die Rahmenteile, die wo bei den letzten 3 LED-Panels hinten am Abschluss hinkommen. Da brauche ich ja keine Löcher, weil da muss ich das KAW nicht durchführen. Ich fange da vorne bei der Haustür an und führe das KAW ein. Dann gehe ich durch die Lampen durch und hinten brauche ich ja nicht mehr raus. Darum habe ich bei den letzten 3 stirnseitigen Rahmenteile die Löcher herauslassen. Jetzt, wenn ich da das KAW durchführe, das ist zwar Aluminium und ich habe es auch entgratet, die Löcher, aber deswegen kann das KAW da immer scheuern. Darum haben wir da so weiße Gummipflupfel besorgt. Das sind so Kabeldurchführungen. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennt. Aber die kommen jetzt genau in das Loch da rein durch. Jetzt mache ich mal eins rein. Genau. Dann ist das da drin. Dann kann man da das KAW durchführen. Das ist rundherum mit dem Gummi dann geschützt vor mechanischer Einwirkung. Das mache ich jetzt bei den anderen alle. Insgesamt bei 15 Stück. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich die Rahmen an die Decken aufschraube. Zum Festschrauben von den Rahmen nehme ich jetzt erst einmal ein langes. Da haben wir jetzt da angezeichnet, wo ich hin muss mit dem. Und dann lege ich das einfach an dem Strich an und richte es nach meiner Schnur aus. Da bin ich schon mal gefragt worden in die Kommentare, warum ich das eigentlich nicht mit einem Laser mache. Mit einem Laser war es doch viel einfacher und halt schneller gehen wie mit der Schnur. Aber ganz ehrlich muss ich euch sagen, ja, alle geht es mit dem Laser. Aber ich bin einfach ein Freund. Ich möchte jetzt nicht sagen, ein Freund der alten Schule, aber ich habe gern was in der Hand. Also eine Schnur kann ich anlangen, eine Schnur, die sehe ich auch, wenn ich da einen Schatten wirf, also zum Laser, da sehe ich nämlich einen Laserstrich nicht mehr. Und eine Schnur, ich weiß nicht, eine Schnur ist mir einfach lieber. Dann schraube ich das Rahmenteil einmal in der Mitte an, dann kann ich es nur mal links und rechts ein wenig nach der Schnur ausrichten. Ich lasse da jetzt auch bewusst ungefähr einen Millimeter Luft zur Schnur, damit ich auch sicher sein kann, dass man der Rahmen oder das Rahmenteil die Schnur nicht wegdruckt. Dann passt nämlich das hintere oder das vordere dann auch nicht mehr. Darum lasse ich da immer einen Millimeter Luft zur Schnur. Dann kann die frei schwingen und dann sehe ich auch gleich, ob es passt. Nachdem das dann ausgerichtet ist, hinten und vorne der gleiche Abstand, kontrolliere ich vorne meinen Strich nochmal. Das passt perfekt. Es wird insgesamt 3-mal festgeschraubt. Ich schraube es halt einmal in der Mitte und dann hinten vorn. Ich habe da jetzt 3,5 x 16er Schrauben, weil es ja 18er USB-Platten sind und ich möchte nicht durch die USB-Platten durchschrauben, sonst kann ich da wieder Probleme mit Kondensat kriegen. Darum schraube ich das mit 16 mm Schrauben an.
dann sind die Schrauben im Holz und dann kann da nichts passieren. Nachdem das erste Rahmenteil festgeschraubt ist, stecke ich mir einmal vorn und einmal hinten die stirnseitigen Rahmenteile drauf. Die klipsen dann so ein, dann haben die fest. Und auf die zwei kurzen klipsen wir dann das zweite lange Rahmenteil drauf. So ist der Rahmen fertig. Fast, er hängt natürlich da jetzt noch runter. Da muss ich ihn jetzt noch aufschrauben. Dazu legen wir jetzt da in den Rahmen, der hat da so einen Falz, wo dann später das LED-Panel gehalten wird, einfach so einen Winkel rein. Und dann drücke ich den Rahmen da noch um. Schau, ob da der Winkel passt. Das merkt man ganz schön, wenn man den Winkel jetzt auf einer Seite festhält und dann einfach mit dem Rahmen so nach hinten und vorn schwutzert, dann merkt man genau, wann der Winkel anliegt im Rahmen. Dann halten wir den da fest an der Position und schraubt den fest. Den Winkel nochmal kontrollieren. Passt perfekt. Und dann kann ich die anderen zwei Schrauben auch reinschrauben. Festschrauben tue ich den Rahmen nicht mit normalen Senkkopfschrauben, sondern mit so, jetzt wird man es nicht gescheit sehen, gell? Ich hoffe, man erkennt es ein bisschen. Das sind sogenannte Panhead-Schrauben, also Pfannenkopfschrauben. Die haben einfach keinen Senkkopf hinten, sondern die haben hinten glatt. Haben ungefähr so wie Blechschrauben, aber haben auch viel gröberes Gewinde wie Blechschrauben, weil sie halt einfach Holzschrauben sind. Zur Not kann man, glaube ich, Blechschrauben auch hernehmen. Aber diese Panhead-Schrauben sind einfach super. Auch zum Verteilerdosen- oder Abzweigdosen-Festschrauben oder Steckdosen-Festschrauben oder dann später auch diese Klammern, wo diese Tipprohre eingeklipst werden, sind diese Schrauben einfach super. Auch Rückwandschrauben gingen. Aber die Rückwandschrauben haben einen viel breiteren Kopf und die passen dann meistens da bei den Steckdosen nicht gescheit rein. Darum hat man jetzt so Panhead-Schrauben besorgt und die gingen echt gut. Dann ist der erste Rahmen auch schon fest. Frei. Das mache ich jetzt noch 8 Mal. Ja, 8 Mal kann ich es jetzt noch nicht machen, weil da hängen ja die Neonröhren noch und wenn ich die jetzt aussteck, sehe ich nichts mehr herin. Also mache ich das Ganze jetzt nur 5 Mal, dass 6 Panels hängen. Die 6 Panels, die werden dann angeschlossen und wenn die 6 dann leuchten, dann mache ich die restlichen 3. Aber jetzt mache ich erst einmal die Rahmen auf. Schon langsam wird es immer wärmer im Heizhaus, der Ofen macht seine Arbeit richtig gut und ich habe mittlerweile alle 9 Rahmen an der Decke. Obwohl ich vorher gesagt habe, ich kann momentan bloß 6 Rahmen hinschrauben, weil ja die Neonröhren da im Weg sind, habe ich es jetzt geschafft, da ich ja ein Fuchs bin, alle 9 hinzuschrauben, weil ich damals so gescheit war und habe die Neonröhren auf der Dachlatten, da haben ja so Klammern, wo man die Warnleuchten einklipst. Und die Klammern habe ich auf der Dachlatten geschraubt und die Dachlatten habe ich bloß einmal in der Mitte geschraubt. Also habe ich die ganzen Neonröhren jetzt um 90 Grad dran können. Und jetzt habe ich den Platz da gehabt, damit ich die 3 Rahmen da auch hinschraube. Alle 9 Rahmen an der Decke. Der nächste Schritt ist, die LED-Treiber in die Rahmen reinzuschrauben. Bevor ich das aber jetzt mache, muss ich erst einmal einen Schluck trinken, weil da oben ist die Luft ganz schön drucker. Da bin ich letztes Mal in die Kommentare gefragt, warum ich, wenn ich die Bierflaschen aufmache, den Meterstab immer so um 90 Grad aufmache. Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich habe es ja mal in die Kommentare beantwortet. Auf dem ersten Glied von dem Meterstab
geht er die Maßangabe bis 22 cm komplett durch. Jetzt, wenn man den Meterstab nimmt und die Bierflaschen mit dem aufmacht, dann verkratzt man sie da vorne die Maßangabe. Und das ist natürlich nicht gut. Jetzt, wenn man den Meterstab um 90 Grad aufklappt und auf das zweite Glied schaut, da steht nämlich gar nichts drauf. Weil das ist der offizielle Flaschenöffner. Also, Prost, Burschen, Mädels und alle anderen auch. Heute gibt es einen Kugelbauer. Kugelbauer macht nämlich nicht bloß Weißbier, sondern auch Helles. Jetzt muss ich erst einmal die ganzen Schachteln da raus tun, also die kleinen Schachteln aus der großen Schachtel raus tun, weil die LED-Treiber sind nämlich in den kleinen Schachteln drin, wo diese LED-Panels drin sind. Ich weiß bloß immer nicht, auf was für eine Seite. Die haben irgendwo seitlich reingeschoben. Wenn ich Glück habe, da erwische ich die richtige Seite. Haha. Das mache ich jetzt bei alle 9. Also 8, weil 1 habe ich ja schon ausbackelt. Und dann kommen die Treiber da an die Decken. Die LED-Treiber werden einfach mit zwei Schrauben, das mache ich mit den gleichen Schrauben, mit denen ich, wo ich die Rahmen festgeschraubt habe, einmal da hinten und einmal da vorne, an die Decken hingeschraubt. Aufpassen muss man bloß, wo man den Stecker hinmacht. Den Stecker muss man nämlich da hinmachen, wo man dann später die stirnseitige Rahmenteil runter macht, damit man die Panels da reinschieben kann. An die Panels ist nämlich der Gegenstecker dort, da muss man die zusammenstecken können. Jetzt, wenn man das irgendwo da in der Mitte hinschraubt, dann kommt man später nicht mehr hin, ist ja klar. Darum schraubt man das irgendwo in einem Eck hin, sodass man, wenn man das Panel reingeschoben hat, dann später an den Stecker hinkommt. Ich schraube die jetzt da in das Eck da rein. Das mache ich jetzt bei alle 9 und dann geht es weiter. Nicht zu fest schrauben, das ist bloß Kunststoff, gell? Nicht, dass ihr die Schrauben da reintreibt, bis das Wasser rausdruckt. Das braucht nicht viel halten. Einfach bloß so, dass es drum ist. Die ganzen LED-Treiber habe ich jetzt verschraubt, die hängen jetzt in den Rahmen drin und warten jetzt auf ihren elektrischen Anschluss. Da ich gelernter Schreiner und nicht Elektriker bin, darf ich solche Arbeiten nicht machen, darum habe ich meinen befreundeten Elektriker hergerufen. Ich habe ihn gefragt und ich darf euch ein LED-Panel zeigen, wie man das anschließt, aber unter strengster Beobachtung, und wenn ich damit fertig bin, dann kontrolliert er das natürlich nochmal und die restlichen LED-Panels schließt dann mein Elektriker an. Ist ja klar, oder? Zum Anschließen von den Panels nehmen wir jetzt einfach so ein 2-adriges flexibles Kabel. Da die LED-Treiber sowieso keinen PE-Anschluss haben, also keinen Schutzleiteranschluss, brauchen wir jetzt kein 3-adriges, weil der PE war sowieso umsonst. Und warum sollen wir uns die Arbeit machen und da ein 3-adriges Kabel verlegen, wenn ein 2-adriges dafür auch auslangt? Ich drehe die Kamera jetzt nach oben und dann zeige ich euch, wie wir die anschließen. Auf der einen Seite liegt die Leitung schon herin, das hat mein Elektriker gemacht. Von der anderen Seite mache ich. Jetzt schiebe ich das Kabel erst einmal da durch meinen Gummipflupfel durch und ziehe die Leitung so weit in den Rahmen rein, bis ich da vorne an dem LED-Treiber bin. Ein bisschen länger, ein bisschen Luft muss immer sein. Dann das Kabel natürlich abmanteln. Ich weiß, da gibt es extra Abmantelwerkzeug. Aber wir machen das bei uns im Cuttermesser. Kontrollieren, ob man die Isolierung von den Leitungen nicht beschädigt hat. Haben wir aber nicht. Die Einzeladern abisolieren. Und dann nehmen wir da so Dreier Vagus her, so Klappvagus. Ich finde das super. Super einfach mit denen zum Arbeiten. Halten wie Sau. Und wenn man einmal wieder was ändern will, dann kann man die einfach wieder aufschnappen und für was anderes hernehmen. Und da wir da flexible Adern haben, braucht man sowieso diese Schnappvagus. Ja, pass noch gescheit auf, gell? Hat er schon geschimpft, weil ich da auch so ein Drehteil verbogen habe. Das muss schon alles seine Richtigkeit haben. Aber du kontrollierst das sowieso nochmal nach, oder?
Ja, er nickt. Also da brauche ich keine Angst haben. Der Elektriker, der schaut da wirklich ganz streng, damit ich das auch ordnungsgemäß mache. Das muss man wirklich sauber machen. Mit Strom ist nicht zum Spaßen, gell? Wie der Helmut immer sagt, Strom kann euch lebensgefährlich töten. Also, der LED-Treiber ist angeschlossen. Die Leitung fürs nächste Panel liegt da. Jetzt geht es darum, ich ziehe die da bloß wieder ein bisschen raus. Das ist echt staubdicht da. Jetzt geht es darum, das LED-Panel da in den Rahmen reinzuschirmen. Dazu muss man jetzt eine Stirnseite von dem Rahmen abnehmen, damit man das Panel da reinschirmen kann. Aber jetzt haben wir von dem ersten schon rübergegangen mit dem Tipprohr. Und jetzt, wenn ich natürlich da den Rahmen abnehme, dann muss man an der Seite mit dem kleinen Schraubenzieher da reinlangen. Weil da ist so ein Knopf, der wo da verrast, damit man das da rausziehen kann. Das geht aber ganz einfach. Aber jetzt, wenn ich das da rausschiebe, dann stehe ich irgendwann spätestens an dem Tipprohr an. Und vor allem komme ich jetzt da nicht rein, weil ich kann es jetzt nicht so wegklappen, dass ich so viel Luft habe, dass ich das da reinschieben kann. Aber das geht jetzt ganz einfach. Wir klipsen das Tipprohr da aus. Dann können wir nämlich das Rahmenteil da auf die Seite schieben. Und dann hole ich mir schnell das LED-Panel da unten. Und dann können wir mit ein bisschen, jetzt wäre natürlich eine dritte Hand nicht schlecht. Das Kabel muss natürlich oberhalb vom LED-Panel sein, gell? Also da muss man drauf aufpassen. Das ist jetzt ein bisschen ein Gefrett, ich weiß. Woanders geht es halt jetzt einfach nicht. Auf der anderen Seite reinfädeln. Den Rahmen da raus tun. Das Kabel nach oben. Fünf Sachen gleichzeitig. Und dann kann man das Panel da sauber reinschieben. Und jetzt schauen da auf der vorderen Seite die zwei Stecker raus, wo ich vorher gesagt habe, wo man den LED-Treiber mit dem Panel verbinden kann. Dann steckt man das da einfach zusammen. Das ist also eine Verrostung, das muss man dann noch verdrehen, damit das von alleine nicht mehr aufgehen kann. Das schiebt man einfach da irgendwo unter den Rahmen rein. Dann die Stirnseiten wieder drauf, klipsen das Tipprohr wieder ein und schon ist die Sache fertig. So schaut die ganze Sache dann aus. Wir haben da unsere Zuleitung, die wo vom Lichtschalter kommt, das erste LED-Panel mit der Verbindung zum zweiten LED-Panel über das Tipprohr mit drei Klammern fixiert. Da geht es dann weiter zum dritten LED-Panel. Wir machen drei Stränge, das heißt immer drei LEDs kriegen eine separate Zuleitung. Ich weiß noch nicht genau, aber ich möchte es wahrscheinlich so machen, dass ich da einen Doppellichtschalter hermache, dass ich mit dem einen Lichtschalter bloß die mittlere reinschalten kann, falls ich jetzt bloß was Kleines da herin mache oder irgendwie bloß zum Nachschieren reingehe oder irgendwas schnell hole, dann brauche ich nicht alle neun LED-Panels gleichzeitig einschalten. Mit dem zweiten Lichtschalter dann die zwei Außenreihen, also die nächsten sechs LED-Panels, dass dann alle neun leuchten. Aber das weiß ich noch nicht so genau. Das werden wir dann entscheiden, wenn es soweit ist. Jetzt wird mein Elektriker mit mir zusammen die restlichen sechs LED, na heute halt sechs, sieben, sieben LED-Panels anschließen. Und wenn es dann soweit ist, dann schalten wir es erst einmal das Licht ein. We'll be right back.
Und damit kann ich jetzt unter das Projekt Beleuchtung fürs Heizhaus einen Haken drunter machen. Es ist alles soweit fertig montiert und verkabelt, bis auf da hinten. Da schauen wir jetzt nicht so genau hin. Da ist das alles noch ein bisschen provisorisch, aber das kann ich erst richtig machen, wenn die Wand verputzt ist. Dann werde ich da entlang einen Brüstungskanal machen mit Abzweigdosen oben drüber und dann wird das da hinten richtig verkabelt. Also da hinten ist noch provisorisch, aber alles, was an der Decke montiert ist, ist jetzt fertig. Was ich jetzt wirklich erstaunlich finde, ist, wie gleichmäßig das Licht da herin ist. Also man hat jetzt da eigentlich so gut wie keinen Schattenbereich mehr. Gut, das war jetzt mit mehreren Neonröhren so angeordnet wahrscheinlich auch gegangen. Aber was der große Unterschied ist, wenn ich jetzt direkt in das LED-Panel reinschaue, es blendet einfach nicht. Das Licht von dem LED-Panel, das kommt so sanft und so diffus raus oder so flächig, dass das eigentlich überhaupt keine Blendwirkung hat, wenn man dann aufschaut. Macht aber trotzdem eine unbandige Helligkeit. Von der Farbtemperatur ist das jetzt neutralweiß. Es gab auch Kaltweiß auch noch, aber Luxlight hat zu mir gesagt, in der Werkstatt macht man eigentlich kein Kaltweiß. Denn es gibt Leute, die auf das Kaltweiß ein wenig reagieren. Und wenn man dann längere Zeit daher in Arbeit, kann es nämlich sein, dass man davon Kopfweh kriegt. Er hat mir neutralweiß empfohlen und darum habe ich da jetzt auch neutralweiß reingemacht. Und ich muss echt sagen, es ist ein richtig angenehmes Licht. Um einmal einen Vergleich zu haben, was das für einen Unterschied macht mit solchen LED-Panels, so hat es vorher ausgeschaut und so schaut es jetzt auch aus. Also ich glaube, das ist überhaupt kein Vergleich zu vorher. Ich muss ja ehrlich zugeben, ich war relativ skeptisch, was diese LED-Technik angeht. Ich habe immer gesagt, ich möchte darin eigentlich konventionelle Neonröhren haben, weil da weiß ich, was ich habe. Wir haben in der Wohnung oben so LED-Spots drin und von denen bin ich eigentlich nicht so zufrieden. Darum habe ich zu Luxlight gesagt, es könnte eventuell sein, dass ich das im Video rüberbringe, dass das irgendwie nicht so das Richtige für mich ist. Er hat dann gesagt, Peter, jetzt probier es erst einmal aus und dann gibst du uns dein Fazit dazu. Und ich muss sagen, ja, die Skepsis, die kann ich ablegen, weil das Licht ist wirklich top. Darum möchte ich mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei Luxlight bedanken für die super Beratung und für das, dass wir die LED-Panels kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Und darum blendet das da oben jetzt auch nochmal rein, dass dieses Video unterstützt wurde von der Firma Luxlight. Vielleicht dann noch was kurz zum Verbrauch. Urso LED-Panel verbraucht 40 Watt. Jetzt wenn man das mit der Neonröhren vergleicht, das sind doppelflutige Wannenleuchten, wo jede einzelne Neonröhre 58 Watt, glaube ich, verbraucht. Also hat eine Leuchte einen Verbrauch von 116 Watt. Das ist genauso viel oder 4 Watt weniger wie drei von den Panels. Jetzt kann man sich das, glaube ich, gut vorstellen, wenn ich da in der Mitte eine doppelflutige Wannenleuchte mit Neonröhren hinschraube, wie es dann da vorne und da hinten ausschaut mit dem Licht, da sieht man nämlich dann gar nichts. Und jetzt habe ich nicht nur ein super Licht herin, sondern spare mir auch noch einen Haufen Geld, wenn das Licht brennt. Ich verlinke euch die LED-Panels, die ich verbaut habe und die Firma Luxlight unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr selber so ein Projekt in Planung habt, das muss jetzt nicht unbedingt eine Werkstatt oder ein Heizhaus sein, Firma Luxlight bietet für jeden Raum die passende Lösung an. Sie bieten auch, wie gesagt, diese kostenlose Lichtberechnung an. Und wenn es euch taugt, dann richtet ihr einen schönen Gruß vom Vespa-Peter aus. Jetzt heißt es für mich auf jeden Fall dranbleiben, bis ich dann endlich einmal sagen kann, dass ich da herin fertig bin. Es ist noch einiges zu machen, aber ich gebe Gas. Als nächstes werde ich die Wände verputzen, damit ich die ganze Elektroinstallation dann machen kann. Und irgendwann kommt dann das Herzstück von dem Heizhaus der Reihe, nämlich der Heizkessel. Natürlich darf ich zum Ende von dem Video und zum Abschluss von so einem großen Projekt die obligatorische Feierabendhalbe nicht vergessen. Und da das heute wieder was Besonderes war, gibt es heute wieder besonders Bier, nämlich einen Odin-Trunk. Also, Prost Burschen, Mädels und alle anderen auch. Schon viel zu lang her, dass ich den letzten getrunken habe. Das Video ist jetzt aber noch nicht ganz zu Ende, denn ich habe noch ein kleines Zuckerl für euch. Als allererstes, bevor ich jetzt zu dem eigentlichen Zuckerl komme, möchte ich noch zwei Burschen ganz besonders grüßen. Das ist einmal der Xaver und einmal der Johannes, weil die zwei waren nämlich am Dienstag bei mir. Für den Johannes, seinen Papa, habe ich am Sägewerk Baum aufgeschnitten, da haben wir Kanthölzel draus geschnitten. Und dann bin ich gefragt worden, ob es mir was ausmachen darf, wenn der Johannes und der Xaver bei mir vorbeikommen, weil die möchten mich unbedingt kennenlernen. Alle habe ich gesagt, das ist überhaupt kein Problem, die dürfen jederzeit gern kommen.
Johannes, Xaver, ihr seid wirklich super Burschen. Die haben fleißig mitgeholfen, die haben ihrem Papa geholfen, das ganze Zeug, was ich geschnitten habe, auf den Kipper aufzulohnen. Und wenn ihr so weitermacht, dann werden aus euch einmal richtig gute Handwerker. Also macht's weiter so und seid fleißig. Ich habe schon seit sehr langer Zeit, also jetzt schon seit ungefähr 15 Jahren, den großen Traum, mir einen Brot- und Pizzabackofen zu bauen. Den möchte ich aus Lehm bauen, also einen sogenannten Lehmbackofen. Ich habe jetzt die Einladung zu einem Workshop gekriegt, wo man genau das lernt, wie man so einen Kuppelbackofen baut. Nicht nur aus Lehm, auch aus Schamott oder Feuerzement, je nachdem, wie man das gerne machen möchte. Da lernt man dann die Fertigkeiten und auf was man aufpassen muss und kann sich dann daheim seinen Backofen selber bauen. Anbieten tut den Workshop der Backofenmeister, der hat auch einen eigenen YouTube-Kanal. Ich verlinke euch seinen Kanal einmal da oben und unten in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch das anschauen. Und jetzt kommt das Zuckerl. Ich darf nämlich eine Freikarte für diesen Workshop, wo ich auch dabei bin, auf meinem Kanal verlosen. Losgehen tut es mit einem Theorieteil, der ist online, also das kann man von daheim aus am Computer machen. Der Praxisteil ist dann am 10.2., also eine Woche drauf, am Samstag, ich glaube von 9 bis 17 Uhr. Könnt ihr aber auf der Backofenmeister Homepage, die wo unten in der Videobeschreibung verlinkt ist, alles nochmal genau nachschauen. Für diesen Workshop kann ich auch Freikarten verlosen. Ich habe mir das Ganze jetzt so vorgestellt. Wenn von euch da draußen jemand ernsthaftes Interesse hat, an so einem Workshop teilzunehmen und am 4.2. von 19 bis 21 Uhr Zeit hat, an dem Theorieteil von dem Workshop teilzunehmen und am 10.2. von 9 bis 17 Uhr Zeit hat, zu dem Workshop zu kommen für den Praxisteil, dann sollte man unten in die Kommentare einen Kommentar schreiben mit dem Hashtag Backofenmeister. Die Verlosung läuft genau 24 Stunden, also wenn das Video rauskommt, am 2. Februar um 14.30 Uhr. Diese Verlosung läuft bis zum 3. Februar um 14.30 Uhr. Wenn die Verlosung beendet ist, werde ich alle Kommentare mit dem Hashtag Backofenmeister in einen Zufallsgenerator werfen und da einen Gewinner ziehen. Und ungefähr eine halbe Stunde später, also so um 15 oder um 15.30 Uhr am Samstag, also morgen, werde ich den Gewinner bekannt geben und wir werden E-Mail-Adressen austauschen oder derjenige schreibt mir dann einfach auf meine E-Mail-Adresse, die ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, und schreibt mir dann an, dass er der Gewinner ist. Und dann werde ich alles Mögliche dann in die Wege leiten, dass wir dann zusammenkommen. Alle detaillierten Informationen über den Workshop, wo der genau ist und was da genau gemacht wird, findet ihr alles auf der Backofenmeister-Seite. Und wenn das für euch passt, dann nehmt an der Verlosung teil. Ich werde bei dem Workshop auf jeden Fall die Kamera wieder mitnehmen und das Ganze ein bisschen mit begleiten. Also für alle, die wo jetzt bei der Verlosung teilnehmen, aber dann bei dem Workshop leider nicht dabei sein können. Es gibt wieder ein Video, wo der Peter Bäcker spielt. Und damit waren wir jetzt wirklich am Ende von dem Video. Und wie immer bleibt man zum Schluss dann bloß noch eins zum Song. Seid fleißig und schaut das nächste Mal wieder ein. Pfiat euch. Prost. Ist für heute.